Prost! Ja, die Brauerei ist ja 1612 gegründet worden und unmittelbar neben Brauerei läuft der Mühlbach. Aber aus dem Mühlbach kommt man ja das Wasser nicht entnehmen, weil ja da auch die Abwässer der Anwohner eingegangen sind. Also hat man der Kurfürst eine Quelle gesucht und die hat er am Hochberg gefunden, das ist ungefähr 2,5-3 Kilometer weg. So, jetzt liegt aber die Brauerei oben auf dem Hügel, aber der Hochberg ist noch höher. Das heißt, es läuft ohne Pumpe runter und ohne Pumpe wieder hierher in die Brauerei. Es ist ja im Grundbuch eingetragen, dass das die Quelle vom Hoffreihaus ist. Wurde damals schon gemacht. Das Einzige, wir müssen an die Stadt eine Mietgebühr bezahlen für den Leitungsverlauf. Ja, wir in der Brauerei brauchen das Wasser natürlich nicht nur zum Bierbrauen und zum Flaschenwaschen und zum Faselwaschen, sondern wir brauchen das Wasser auch für unsere Großkälteanlage. Ist natürlich fein, man braucht nicht so viel Strom zahlen und man fährt effizienter und umweltschonender, was natürlich in Zeiten der Energieeffizienz immer eine feine Sache ist. So, da sind wir jetzt in unserem Sudhaus, Herzstück der Brauerei. Und da kommt jetzt unser wichtigster Rohstoff, das Wasser, von unserer Quelle an. Unser Wasser zeichnet sich dadurch aus, dass wir sehr wenig Nitrat haben und auch sehr wenig Eisen haben, was beides zum Bierbrauen ganz, ganz wichtig ist. Ja, gutes Wasser ist der Grundstoff vom Bier. Man hat ja praktisch über 80% ist ja der Wasseranteil. Und das ist das Allerwichtigste. Und man sagt ja auch von der Menge her, als erstes Wasser, dann kommt das Malz, dann kommt der Hopfen und dann kommt die Hefe. Manchmal komme ich mir vor wie ein Zauberer.